Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3D, denn ich spiele das mit mir zusammen zum allerersten Mal auf dem neuen PC von mir. Und zwar fahren wir heute den RE6 Bochum Hauptbahnhof bis nach Duisburg Hauptbahnhof. Und zwar ist unsere Aufgabe heute: Fahren Sie diesen Regionalexpress zwischen Bochum Hauptbahnhof und Duisburg Hauptbahnhof mit der Zuglok 146.2, 362,2 Tonnen lang, schwer, 6 Wagen und 151,2 Meter lang auf der Strecke Bochum-Duisburg. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und als allererstes müssen wir natürlich den Fahrtrichtungswender nach vorne verlegen, damit wir die Türen öffnen können. Wir legen den wieder auf neutral, machen natürlich die Zugsicherungssysteme ein, PZB und SIFER-LZB ist nicht erforderlich bei einem Regionalexpress. Dann brauchen wir natürlich noch die Zuglichter. Das machen wir auf reduziert. Das lassen wir soweit. Dann machen wir den Fahrtrichtungswender wieder. Ne, das machen wir noch nicht. Dann machen wir erst noch hier die AFB-Hauptschalter ein und dann machen wir das nach vorne. Regeln noch die AFB auf 40 km/h. So, dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Gehen noch kurz nach draußen. Was mir da gleich auffällt, wir müssen natürlich gleich noch die Spitzensignale umstellen. Das ist also unser Zug. Machen ein kleines hübsches Foto eigentlich. So, egal. Türen verriegeln, das machen wir. Natürlich müssen wir noch die Spitzensignale ändern. So. Und dann ist unser erster Halt Wattenscheid, Bahnsteig 1. Wir lösen die Bremsen und schalten langsam auf. Wunderbar, auf in den Sonnenaufgang. Traumhaft. Wir sollen in 5 Minuten schon in Wattenscheid sein. Das heißt, wir dürfen jetzt nicht allzu viel Zeit verlieren. Befreiung möglich. Dann machen wir das. Da kommt uns ein Gegenzug, beziehungsweise ein Güterzug entgegen. So. Wunderschön, wunderschön. SIFER. Also die Qualität ist schon deutlich besser auf dem PC. Deutlich besser. Also ist ja wunderschön, traumhaft. Schaut euch das an, das ist ja mega geil. So, wir dürfen 160. Beziehungsweise 120. Auch mal hier in die Gänge kommen. So. Die fahren natürlich. Traumhaft. Traumhaft. So, und dann dürfen wir auch gleich 160. Wunderschön. SIFER, um Gottes Willen. Nein, warum hält er denn jetzt an? Ich hab bloß SIFER gedrückt. Ich war zu spät mit der SIFER. Wurde gerade noch so erwischt. Wunderschön, wunderschön. Also jetzt hat sich, bis jetzt hat sich der neue PC auf jeden Fall schon bezahlt gemacht, weil die Qualität hier und das ist einfach ohne Ruckler, ohne irgendwas, das ist einfach mega geil. Das ist einfach nur mega geil. Sorry, aber ich bin einfach gut gelaunt gerade, weil ich merke, dass ich alles richtig gemacht habe.
war gleich schon in Wattenscheid mit unserem frühmorgendlichen RE. So, was kommt da? Sieht aus wie eine 423. Könnte aber 425 sein. Was sagt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt müssen wir aber bremsen. Das ist jetzt gleich dies. Ja, das mit den Bremsen, das muss man immer noch so ein bisschen sich rantasten. Jeder Zug ist dann natürlich anders. Und wenn man da zu viel bremst, dann bleibt er zu schnell stehen. Bremst man zu spät, so wie jetzt, bleibt er zu spät stehen. Das ist wirklich nicht so ganz einfach. So, jetzt bin ich nämlich ein paar Meter drüber hier. Aber geht so gerade noch. So. Dann nehmen wir uns mal draußen um hier. So, wunderschöner Herbst. Das ist natürlich. Ich habe natürlich das heutige Datum genommen. 22. Oktober 2022. Gestern hatte ich noch Hochzeitstag, aber das ist nur am Rande. Und dynamisches Wetter. Mal schauen, ob da noch was kommt. Auf der kurzen Fahrt. Es ist auf jeden Fall, ihr seht, hier ist einiges los auf den Straßen schon. Also weiter kann ich gar nicht gehen. Ja. Aber die bunte Vielfalt hier an den Blättern, ne, ist zu entnehmen, dass es wirklich Herbst ist und es ist immer wieder schön, diese Jahreszeit, muss ich sagen. Also, weil so von den Farben her macht das wirklich was her. So, was steht hier oben? Düsseldorf Hauptbahnhof Aachen, das sind Folgezüge. Also auch hier haben wir der RE11, fährt um 6.38 Uhr und der RE1 nach Hafen. So, es ist hier umgesprungen, Essen steht da unter anderem. Wir schließen die Türen. Lösen schon mal derweil die Bremsen. Und achso, wir sollten bis 6 Uhr. Da habe ich doch. Na gut, ich habe ein bisschen früh. Egal. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Egal. So, 9 Kilometer bis Essen. Essen Hauptbahnhof. Dann würde ich sagen, auf geht's. Was mir auffällt, ich habe den Zugzielanzeiger gar nicht angemacht hier. Es ist ja, also, naja. Ich bitte, ich hoffe, ihr entschuldigt es. Da geht er hin. Da sind die, ist die Anzeige an. Ja, komisch. Das ist doch hier oben, ne? Köln-Bonn Flughafen. Aber warum zeigt ihr das nicht an einen Wagen an? Köln-Ehrenfeld. Machen wir mal Köln-Hauptbahnhof. So. Eigentlich jetzt stimmen. Er sagt immer noch Köln Flughafen. Komisch. Komisch, komisch. Naja, dann ist das halt so. Kann ich auch nicht ändern. Ihr habt es gesehen, dass ich es da oben geändert habe auf Köln Hauptbahnhof. Oder muss ich. Ach, ich glaube ich. Ah, warte mal. Ach, okay, der macht Köln. Na egal. Der bleibt bei Köln am Flughafen. Kann es nicht anders bestätigen.
wunderschön. Wunderschön. Einfach nur geil. Der RE6 Köln beim Flughafen. Endlich mal wieder Regionalexpress. Habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Dann habe ich mir gedacht, endlich mal wieder jetzt schön RE fahren mit 146 und Dostus. Einfach zu schön. Und gerade jetzt auf dem neuen PC ist das so schön. Es ist so schön ohne Ruckler, ohne irgendwas. Es ist so schön deutliche Farben, so vollkommen geile Grafik. Das ist einfach nur mega. Also bin einfach nur stolz, einfach nur glücklich, dass sich das gelohnt hat, weil so ein neuer PC, der ist ja auch nicht gerade billig, vor allem wenn man einen guten haben will. Und jetzt bin ich zu schnell. Warum? 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 Weil ich zu viel laber. Daher. So. Ich fahr gleich schon in Essen. Auch immer eine sehr, sehr schöne Stadt. Auch gut zum Spotten. Durfte ich schon feststellen, wie ihr auf meinem YouTube-Kanal sehen könnt. Die Einkaufsstadt. Von da gehen meine Touren immer los. In die Republik, kreuz und quer, also Nord, Süd, Ost, West. So. 100. Da war ich wieder zu spät. Warum meldet die sich denn nicht? Warum gibt die keinen Ton von sich? Normalerweise gibt die SIFA doch immer einen Ton von sich, oder? Wenn man die nicht drückt rechtzeitig. Erst ein visueller Effekt, in dem die aufleuchtet, und dann ein akustischer Signal. Ein akustisches Effekt oder akustischer Effekt, so. Also bin ich eigentlich jedoch die Meinung, dass es da, oder jedenfalls der Meinung, dass es da immer irgendwie einen Ton gibt, bevor die irgendwie zu Zwangsbremsung führt. Das ist jedenfalls meine Meinung. Weiß nicht, wie ihr das seht. Aber beim Fernverkehr zum Beispiel gibt es immer einen Ton von sich. Da steht auch ein RE. Hier so ein bisschen mit der Bremse, die einigermaßen glatt zum Stehen kommen. Ja, geht doch noch. Auf jeden Fall besser als vorhin. So, das wäre dann Essen. Mülheim Hauptbahnhof, Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf Flughafen, Köln-Bonn Flughafen. Das ist also unsere Reise. Und ihr seht, hier steht auch ein RE. Hier kommt gleich noch ein RE an nach Osnabrück Hauptbahnhof, der RE2. Der fährt ab. Wohin? Ah, verkackt. So. Nach Minden, der RE6. Wunderbar. Circa 11 Minuten Delay. Naja. Also ihr seht, ne? Essen Hauptbahnhof. Immer wieder ein Traum. Da hinten geht die Sonne auf. Ist das einfach nur geil, oder? Wunderschön, wunderschön. Willkommen in Essen Hauptbahnhof. Traumhaft. So, das ist unser Zug. So, wir sollen noch bis 6:33, 58 warten. Dann werden wir das diesmal auch tun. Und dann werden wir weiterfahren. Hier aus dem Essen Hauptbahnhof. Ihr seht diese Anzeige. Lässt sich nicht aktivieren, warum auch immer.
Also die, bei den beiden Dostos ist das denn nicht der Fall. Bei dem auch nicht. Bei dem auch nicht. Also irgendwie, ja. Er ist hier wieder beim letzten. Warum? Weshalb? Wieso? Was so ist? Keine Ahnung. Aber es ist halt so. Ja, soll ich sagen. Wir dürfen. Um Gottes Willen. Das ist schon viel. Immer dieses Gelaber von mir. Mann! Wir sind viel zu spät hier. Fuck. So, nächste Station. Mülheim. So, das sollte man aber eigentlich noch pünktlich schaffen bis Mülheim, also trotz, dass ich da jetzt 2 Minuten Verspätung hatte. Wir bringen trotzdem pünktlich, oder die Pendler pünktlich zur Arbeit, zumindest jeweils in die Städte, wo sie hin müssen, um zur Arbeit zu kommen. Und eventuell auch manche Kids von den Außenbezirken in die Hauptstadt bzw. ins Zentrum, damit sie zur Schule kommen, weil die Herbstferien sind ja vorbei in NRW, wie ihr vielleicht wisst. Von daher ist das mit Sicherheit nicht unüblich, wenn hier auch Schulkinder drin sitzen im Regionalexpress und hier ins Zentrum zur Schule fahren, Essen, Bochum, Duisburg. Wo auch immer, kommt der nächste RE reingefahren. Steuerwagen voraus. So, wir sollten mal ein bisschen aufschalten hier. So, wer weiß, wo wir hier gerade durchfahren, schreibt es gerne in die Kommentare. Liebe es so in den Sonnenaufgang zu fahren, also das ist für mich wirklich wunderschön, weil die Farben sind da einfach ganz anders als am Tage. Allein dafür lohnt es doch, allein dafür lohnt es doch, ehrlich, traumhaft. SIFA? Also die SIFA darf man hier in dem RE nicht außer Acht lassen, die gibt keinen Ton von sich. Die leuchtet nur vor sich hin und sagt irgendwann, nö, du hast mich nicht beachtet, zwang sie. Also, sie gibt keinen Ton von sich. Das finde ich ein bisschen schade, weil man nicht immer so direkt, vor allem wenn man in den Außenaufnahmen ist und gerade so ein bisschen was am Erzählen ist, dann kriegt man das mit der SIFA nicht immer so mit und ja, schon ist die Zwangse da. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, hätten sie anders machen können. Das ist nur meine Meinung. Einmal schön durch den Pott fahren, durchs Ruhrgebiet. Vor allem, wo ich vor ein paar Wochen in Berlin war, waren wir und ich und Trainspotting NRW ja auch ziemlich früh unterwegs. Wir waren schon um, ja, 7 Uhr in Essen. Und es war ein stinknormaler Wochentag, es war Dienstag, der 21., der Quatsch, der 4.10. diesen Jahres. Jetzt muss ich hier mal ganz schnell aufpassen. Jetzt haben wir eine Zwangsbremsung, warum auch immer, weil ich nicht aufgepasst habe und zu langsam, zu schnell war. Egal, gehört dazu, gehört dazu, gehört dazu.
Also wie gesagt, wir waren da ziemlich früh in Essen um 7 Uhr und haben da auf unseren ICE gewartet. Und da war auch einiges los morgens in Essen, muss ich wirklich sagen. Also so. Erstmal die Bremse wieder lösen, sonst gibt es sowieso nichts. Und also da war schon ziemlich viel los. Zwar noch keine Schulkinder, weil zu dem Zeitpunkt war ja logischerweise noch Ferien. Aber doch so, Berufstätige waren da schon ordentlich am Rumflitzen, die hier und da auf ihren Zug gewartet haben. Obwohl es so früh am Morgen war, war da doch schon einiges los. Also und ich möchte nicht wissen, wie es da später war, mitten am Tag. Wobei ich glaube, mitten in der Woche ist dann doch mehr an den Bahnhöfen los, weil eben die Berufspendler da am Morgen unterwegs sind. Und dann wird es mit Sicherheit so zum Nachmittagabend wieder voll, wenn sie dann halt in den Feierabend fahren. Von daher ist, glaube ich, so an den Berufs-, also in der Woche, glaube ich, das bessere Fahren dann so mitten am Tag, mittags oder Nachmittag, ne, mittags. Weil da einfach weniger los ist. So, sind jetzt gleich in Mülheim. Und hier schon mal so ein bisschen vorbremsen. Aber ich merke, wenn ich zu viel quatsche, dann achte ich nicht darauf, was hier von mir verlangt wird. Und da kommt es eben zu Zwangsen und anderen Dingen. Multitasking ist eher eine Frauensache. Aber ja, so ist es eben halt. Deswegen muss ich jetzt mal ein bisschen hier aufpassen, nicht, dass ich gleich irgendwo das rote Signal. Die SIFA, es ist wirklich zum Kotzen, dass die nichts von sich gibt, ehrlich. Mann, 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 das ist wirklich wieder, das macht die ganze Fahrfreude, zerstört das, ehrlich. Damit direkt wieder eine Minute Verspätung. Gut, das mag auch für ihn an der Zwangse gelegen haben. Aber trotzdem, dass die SIFA nichts von sich gibt, das ist wirklich. In jedem Zug, in jedem Fernzug, ICE, IC, gibt das einen Ton von sich. Nur hier im RE nicht, das finde ich ein bisschen schade, muss ich wirklich sagen. Also, aber naja, das ist nur meine Meinung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich finde es nicht schön. So, die Sonne lugt da hinten über die Dächer. Auch traumhaft schön. Weißt du, warte, machen wir mal direkt. Mal ein bisschen höher hier. So. Machen wir doch mal so ein schönes Foto, oder? So. Wunderschön. Wunderschön. Einfach nur geil. Aber um nochmal auf das Problem mit der SIFA zu kommen hier im RE, also wenn ihr das auch so seht, dass das ja, dass sie keinen Ton von sich gibt, das ist wirklich schade, also weil man übersieht das halt schnell, ne? Wie kann ich denn da nicht rein? Na egal. So. Minute zu spät, aber ist halt so. Nächste Station. Duisburg Hauptbahnhof, unsere Endstation, glaube ich, würde ich sagen. Traumhaft, oder? Wie die Sonne da so drauf scheint. Einfach nur geil, wie das glänzt. Das ist. Ah, diese Grafik. Da fährt er hin.
So, noch 7,3 Kilometer. Wunderbar. Aber ich denke, dass wir immer noch einigermaßen im Fahrplan sind. Auch wenn wir jetzt ein, zwei Minuten Verspätung haben. Das ist ja nichts. Das ist ja eher normal bei der Bahn. So. Ich finde diese Ruhrgebietsstrecke einfach wunderschön, weil ich finde das Ruhrgebiet an sich einfach schön. Ich stelle auch öfter zu, also wenn ich arbeiten bin, Essen, Oberhausen, Duisburg bin ich auch oft. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Klar gibt es hier und da andere Ecken, die vielleicht nicht so ganz so schön sind, aber im Prinzip ist das Ruhrgebiet wunderschön. Ich glaube, ihr stimmt mir dazu, jedenfalls die, die da herkommen. So, wir fahren gleich nochmal runter auf 140. Aber das sollte auch kein Problem sein. Machen wir das mal über die AfB. So, dann gleich 100, dann sind wir schon fast da. So, machen wir das jetzt schon mal. Dann haben wir gleich ein gelbes Vorsignal. Das zieht in aller Regel ein rotes Hauptsignal nach sich, was dann wahrscheinlich in Duisburg stehen wird. Ich hoffe, dass es nicht wieder so direkt hinter der Haltelinie oder hinter dem Zielpunkt ist, weil das hasse ich wie die Pest. Wenn da irgendwie nur noch 10 oder 20 Meter Platz sind bis zum roten Signal, das ist wirklich, ja, ich sag's wie es ist, es ist scheiße. So, hier müssen wir am gelben Signal mit Sicherheit gleich quittieren. Verlangen Sie zusammen Sie auf 85. Habe ich gerade noch so geschafft, weil er jetzt langsamer wurde. Das war die SIFA. Das war die SIFA. Die PZB zwar, Forderung habe ich geschafft, auf 85 zu reduzieren. Es war wieder mal nur die SIFA. Ach ja. Jesus Maria hier. Da stand noch ein Güterzug, falls ihr das gesehen habt. Eine 187.
So, geben die Türen frei. Ich würde sagen, dann haben wir das Szenario auch hinter uns. Es war ein wenig holprig, gebe ich zu. Das mag aber daran liegen, dass ich erstens zu viel gequatscht habe, mich nicht vernünftig darauf konzentriert habe und zum anderen an der tonlosen Sie war, was für meine Begriffe wirklich ja, nichts ist, weil ich finde, ein Ton sollte sie schon von sich geben, Warnton, damit man mindestens weiß, oh, okay, aber so, nee. So, das ist also der Duisburger Hauptbahnhof. Türen verriegeln. Und dann war's das fürs Erste. So, kriegen wir den Gold wenigstens? Ja, immerhin. Das ist doch gar nicht so schlecht. So. Zum freien Spiel zurückkehren. Gucken, was dann passiert. Können wir einsteigen? Sollen wir jetzt mal als Passagier mitfahren? Na komm, der fährt ja nach Köln-Bonn Flughafen. Steigen wir mal als Fahrgast ein. Warum bin ich denn so klein? Warum? Ich will doch. Ich will, wieso? Dieser Zugdienst? Kann ich den jetzt weiterfahren? Oder wie oder wo? Nee, ich habe keine Erlaubnis, den Zug zu fahren. Ja gut, dann steigen wir aus. Ich will der Passagier sein. Dann gehen wir mal rein hier. Gehen mal nach oben. Gucken wir mal, was passiert, ob der Zug weiterfährt, weil die Spur kann ja nicht das Ziel sein. Der hat ja als Ziel Köln-Bonn Flughafen. Welchen nehmen wir uns denn? Ich möchte vorwärts jetzt fahren. Also nehmen wir uns den. So, warten wir einfach mal, oder? Ob der Zug weiterfährt. Ich könnte ja mal kurz draußen schauen. Ach, nee. Steigen wir nochmal schnell aus. Wann der hier weiterfährt, ob der überhaupt weiterfährt auf dem Anzeiger. Müsste ja irgendwo ein Anzeiger sein. Ja. Düsseldorf, dann fährt er weiter. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und 5 Uhr, 9, Bahnsteigkante. 5 und 6 und 59. Also, ein paar Minuten. Dann warten wir das noch ab, würde ich sagen. Und dann fahren wir mal ein wenig mit. Bis nach Düsseldorf. Jetzt als Ziel Düsseldorf, oder? Ja, Düsseldorf Flughafen, Düsseldorf Hauptbahnhof. Genau. Ach du Scheiße. Ich will rein. Mich rein. Um Himmels Willen, ne? Türen gehen zu. Dann setzen wir uns mal auf unseren Platz. Und dann warten wir ab. Gerade noch rechtzeitig. Mein Gott, das war gerade noch rechtzeitig. Noch gerade erwischt. So, dann fahren wir mal weiter. Bis nach Düsseldorf. So, jetzt brauchen wir wenigstens mal nicht auf SIFA, PZB und so zu achten, sondern einfach nur genießen. Diese Fahrt in den Sonnenaufgang, traumhaft. Wunderschön. Schaut euch das an. Das ist einfach nur. Wie die Sonne da aufgeht, das ist doch einfach nur geil, oder? Mitten durch das Duisburger Gleisvorfeld, einfach nur ein Traum. Schaut euch mal an, da ist noch eine Aufgabe, mitten in die Gleise. Wunderschön. Traumhaft. Das ist einfach nur geil. So, nächste Station. Ende der Sitzung. Sie haben das Ende des dargestellten Bereichs erreicht. Ach schade, ich wäre gerne noch bis zu Düsseldorf gefahren.
Und jetzt? Ja, ich würde sagen, das war's dann endgültig von diesem Szenario. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem neuen Video. Macht's gut, bis dahin, macht's gut. Bleibt sauber, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dandy Spieters. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye. Bye.